Für manche haben Wälder eine beruhigende Wirkung. Das gilt auch sicherlich für mich. Sie umgeben uns und strahlen eine beinahe mystische Stille aus. So, als könne man die Bäume atmen hören. Das Gefühl, ganz alleine in einem Wald zu sein, fasziniert den Menschen seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren. Doch manchmal tragen Wälder auch Geheimnisse in sich. Geheimnisse, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Menschen, die spurlos in Wäldern verschwunden sind. Berichte von merkwürdigen Geräuschen oder Stimmen, die man nachts in einigen Wäldern hören kann. So auch in diesem Wald. Wenn du lange genug in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Nietzsche. Und damit hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und unserem mystischen Horrorabenteuer Silent Breath. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Leute, dieses Spiel hier habe ich nun schon seit Wochen auf meiner Liste zu stehen. Ich hab's noch nie wirklich angeguckt. Ich habe keine Ahnung so richtig, um was es hier eigentlich geht. Aber eins kann ich sagen, es soll richtig, richtig gruselig sein. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt gar nicht lange drum herum quatschen. Wir starten jetzt hier einfach mal. Während wir spielen, erkläre ich euch so ein paar Einzelheiten über dieses Abenteuer hier. Und, boah Leute, guckt euch das doch mal an, wie das hier aussieht. Das sieht so realistisch aus, das Ganze hier. Ich freue mich wahnsinnig, Leute. Euch wünsche ich jetzt richtig, richtig viel Spaß an einem gemütlichen Freitagabend bei unserem Horrorabenteuer Silent Breath. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten schon mal ein ähnliches Spiel gespielt. Don't Scream hieß das Ding. Und da musste man leise sein, man musste flüstern, sonst war das Spiel vorbei. Und ähnlich soll es auch hier sein. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktionieren soll. Wir haben hier keinen Balken vom Mikrofon oder so. Mal sehen. So, jetzt gucken wir uns hier aber mal so ein bisschen um. Polizei. Hier ist ein Polizeiauto. Wir sind an irgendeinem Tatort. Deswegen reden wir auch jetzt mal lieber ein bisschen leiser, weil ich keine Ahnung habe, was passiert, wenn wir laut reden. Vielleicht ist dann ebenfalls das Spiel vorbei. Hier sind Polizisten. Die Gesichter sind auf jeden Fall verpixelt. Und wir haben 17.30 Uhr. Der 18. Februar 1999. Irgendetwas ist hier passiert, Leute. Wie gesagt, wir sind hier an irgendeinem Tatort. Ja, wartet mal, wir gucken uns das erstmal so ein bisschen an. Ey, aber mal ernsthaft. Wie geil sieht diese Grafik bitte aus? Und wieder mal natürlich, ne, dieser alte 4:3-Stil. So ein VHS-Stil. Hat auf jeden Fall wieder was vom Blair Witch Project. Ich liebe es. Ich bin richtig neugierig jetzt. So, ich würde sagen, wir betreten mal das Haus hier. Tatort 2. Hier ist noch eine 1. Hier sind irgendwelche komischen Sachen auf dem Boden. Die Texturen sehen wahnsinnig gut aus. Ja, wir gehen mal rein. Was ist hier in diesem Haus? Hier vorne auf jeden Fall liegt eine Leiche. Hier ist Blut. Das Ganze spielt übrigens, oder beziehungsweise das Spiel benutzt die Unreal Engine 5, ne? Deswegen haben wir hier grafisch einiges zu bieten. So, wir drücken mal. Was muss man überhaupt drücken? E. Wir spielen hier allerdings mit dem Controller. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz nach, was wir hier drücken müssen. Vielleicht A. A müssen wir drücken. Wow, Leute! Was war das bitteschön? Oh nein, Leute, jetzt haben wir hier Leichensäcke oder sowas. Aber, Leute, die Grafik lenkt ja mal wahnsinnig ab. Guckt euch mal an, wie die, ja, das Blut hier auf dem Boden aussieht. Diese Reflexion, aber Leute, jetzt haben wir hier in dieser Hütte Leichensäcke und darunter Leichen. Eine gruselige Musik startet. Wir haben es immer noch 17.51 Uhr.
Hier draußen liegen ebenfalls Leichensäcke, die sich merkwürdig bewegen. Missing, hier sind überall. Was zum? Finde die vermissten Personen, bevor es zu spät ist. Leute, genau, jetzt sind die hier weg. Wir müssen 5 vermisste Personen finden in diesem gruseligen Wald. Klingt ja erstmal nicht so schwer. 5 Personen? Keine große Zahl. Wo fangen wir denn an? Der Wald soll riesig sein, Leute. Und sehr, sehr viele Jumpscares bieten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier entlang. Aber was ist denn hier hinterm Wald? Ach, hinter dem Wald. Hinter dem Haus noch. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes zu sehen? Scheinbar nicht. Wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, hier links in den Wald rein. Wir machen mal ruhig ein bisschen lauter. So, weiter geht's. Ja, ich habe Angst, laut zu reden. Ich habe Angst, dass dann das Spiel vorbei ist. Hier vorne sind Vögel. Krähen. Wow. Ja, wie gesagt, wir müssen leise sein. Aber wir haben hier keinen... Ja, keine Anzeige vom Mikrofon. Also ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Wir sind einfach mal leise. Und, wie gesagt, zur Story. Wir haben ja gerade gesehen, da ist ein Polizeiauto gewesen, ein Tatort. Und ich glaube, entweder sind wir ebenfalls Polizist oder aber wir sind Zeuge, weil wir die vermissten Fälle in diesem Wald aufklären wollten. Wir wollten die vermissten Personen finden. Und jeder, der versucht hat, diese vermissten Personen zu finden, ist ebenfalls verschollen. Einfach verschwunden hier. In den Weiten dieser Wälder. Jetzt grisselt's. Irgendeine Alarmanlage, Leute. Was? Leute, es geht los. Irgendeine Alarmanlage. Das hat doch mal... Das hat doch mal was von Silent Hill. Be quiet, hat er gesagt. Ah, jetzt, Leute. Jetzt müssen wir leise sein. Wir müssen leise sein. Wir sehen, das Mikrofon schlägt aus. My friend, I want to play hide and seek. You hide, I seek. Hide and seek? Nein. Was? Wir müssen weg. Wir müssen weg. Wir müssen weg, Leute. 5, 4. Wir sollen uns verstecken. 1. Taschenlampe aus. Taschenlampe aus, Leute. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Da vorne. Was? Was? Leute? Was war das denn? Drücke eine beliebige Taste, um neu zu starten. Du wurdest ermordet? Es gibt viele Bäume im Wald, hinter denen du dich verstecken kannst. Obwohl es drin besser ist. Bäume sind auch eine Lösung. Was? Wir können sterben hier drin in diesem Spiel? Leute, das machen wir nochmal. Wow. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, wir gehen nochmal kurz in die Hütte rein. Ich habe mich richtig erschrocken gerade. Die Stimme, die war ja gruselig. So, wir gehen jetzt nochmal rein. Also, wie gesagt, wir müssen 5 Bilder finden. Das kann ja was werden hier in diesem Spiel. Mal sehen. So, wir nehmen das Plakat. Er fängt an zu zappeln. Jetzt haben wir hier wieder diese Leichensäcke. Ja, das probieren wir auf jeden Fall nochmal. So. Hier haben wir die 5 vermissten Bilder. Und der Schrei. Jetzt würde ich sagen... Genau, finde die vermissten Personen, bevor es zu spät ist. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen schneller bewegen. Da vorne, glaube ich, kommt nämlich irgendwas. Hier vorne war ja diese Statue. Vielleicht ist hier schon irgendwo das erste Bild zu finden. Aber jetzt mal ehrlich, Leute. Guckt euch doch mal diese Grafik an, dieser Wald. Diese Unreal Engine 5, die zaubert unglaublich gute Bilder hervor. Das ist wirklich, also manchmal wirklich atemberaubend. War hier irgendwas? Noch eine umgekippte Statue? So, wir können uns also hinter Bäumen verstecken. Haben wir gerade erfahren. Hier vorne kommt
irgendwas? Wir schalten schon mal am besten die Taschenlampe ein. Man kann ja nie wissen. Was ist denn das hier? Cemetery. Old Oaks Cemetery. Ein alter Friedhof. Gucken wir uns hier mal um. Ach, Leute, ich bin echt neugierig. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 5 Bilder. Und das Ding ist, dieses Spiel hier hat einen unglaublichen Wiederspielwert. Und wisst ihr warum? Der Entwickler hat es tatsächlich so gemacht, dass bei jedem Spiel die Leichen oder die Bilder neu versteckt werden. Also die sind nie an derselben Position. Wir können ja also in der einen Runde irgendwo eine Leiche finden und in der nächsten Runde ist sie dann nicht mehr da. So, ich glaube, hier tatsächlich ist nichts zu finden. Hier liegt niemand. Kein Bild. Obwohl es ja eigentlich doch recht offensichtlich aussah. Aber nee, hier ist tatsächlich niemand. So, aber wir haben hier vorne schon mal eine Gruft oder so. Hier könnten wir uns verstecken, wenn dieses merkwürdige Wesen kommt. Jetzt ist es aber noch hell. Ich frage mich ja, wenn die Nacht einbricht, ob es auch mal wieder dann hell wird, also tags wird. Bleibt's jetzt tags? Ich hab... Oh, die jetzt. Jetzt, Leute, jetzt bin ich gespannt. Wir bleiben mal am besten hier einfach. So, Taschenlampe haben wir an. Taschenlampe ist an. Uff! Sei leise. Ja, diesmal sind wir richtig leise. Und wir gucken mal, ob wir uns jetzt hier verstecken können. Also ich gehe mal davon aus, wenn die... Wow. Was? Hä? Leute, was ist das? Machen wir irgendwas falsch? Hä? Leute, machen wir irgendwas falsch? Also auf jeden Fall erschreckt man sich. Das kann man schon mal sagen. Oh Mann, ey, Leute. Wir haben noch kein einziges Bild gefunden. Pass auf, wir machen es jetzt mal ganz anders. Wir gehen jetzt nicht da lang. Wir gehen jetzt einfach mal in die andere Richtung. So, wir gehen nochmal hier rein. Drücken mal A. Nehmen uns das erste Plakat. So, jetzt haben wir diese Leichen hier wieder. So, der Schrei kommt aber von da. Warte mal, kommt. Einmal probieren wir es noch. Wir gehen jetzt noch einmal dahin und gucken nach, was da los ist. Ob wir jetzt da eventuell Bilder finden. Ich hatte das ja mal, als das Spiel rausgekommen ist, ganz kurz mal angespielt. Und tatsächlich gab es hier auf diesem Friedhof ein oder zwei Bilder zu finden. So, hab's dann aber nicht weitergespielt, weil das Spiel bei Release doch ein bisschen verbuggt war. Und ich dachte mir aber so, Mensch, wenn die das Spiel noch hinkriegen, dann ist es auf jeden Fall mal ein Let's Play wert. So, deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz dahin. Und da waren tatsächlich Bilder, als ich es zum ersten Mal probiert hatte. Hab's dann aber nur 10 Minuten gespielt und hab's dann, wie gesagt, abgebrochen, weil das Spiel wahnsinnig verbuggt war. Bei mir zumindest. Jetzt gucken wir mal nochmal. Aber nee, hier ist tatsächlich niemand. Doch, jetzt! Guckt mal hier, Leute. Hier liegt jetzt jemand. So, wir nehmen uns also... Wir schalten mal kurz das Licht wieder ein und nehmen uns hier das erste Bild. 1 von 5. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir mal schnell ab und versuchen mal zum nächsten Ort zu gelangen. Da vorne kommt wieder irgendeine Lichtung. Aber man muss schon sagen, die Soundkulisse ist echt geil. Also ich habe es hier richtig laut aufgedreht. Von links und rechts hört man irgendwelches Knacksen. Und auch die Figuren sehen sehr, sehr gruselig aus. Da vorne kommt wieder irgendwas, oder? Ja, da. Irgendein Gebäude. Noch ist es hell, Leute. Noch ist alles gut. Wäre schön natürlich, wenn es tags bleiben würde. Könnte man so ein bisschen hier die Grafik genießen. Und es hat ja auch so tatsächlich einen ziemlich gruseligen Charme, muss ich sagen.
So. Jetzt hat sie geläutet. Wir gehen mal rein. Vielleicht hier ist ebenfalls irgendeine Spur. Mal. Oh, Leute. Wow. Guckt euch das mal an. Hier vorne. Missing. 2 von 5. Sieht ja gar nicht schlecht aus. So, wir gehen mal weiter. Es ist immer noch tags. Wir laufen mal weiter. Jetzt. Ah, Leute, ich habe Angst. Wir kriegen es nicht hin, oder? Wir kriegen es doch nicht hin. Was sagt denn der? Irgendwas mit evacuate. Evakuieren? Irgendwas evakuieren? Irgendwas evakuieren. Leise sein. Ja, wir sind leise jetzt. Wir sind leise. Mayday? Links waren Schritte, Leute. Links sind Schritte. Links waren Schritte. Und die Taschenlampe geht ständig aus. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir laufen einfach mal geradeaus. Wir laufen einfach mal geradeaus. Oh, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Da war jemand. Oh Mann, das Spiel, ey. Das ist ja mal wieder genau das Richtige für uns. Für mich als kleinen Schisser. Oh Mann. Aber naja, wir mögen die Natur. Wir mögen alle die Natur. Und wir fühlen uns super wohl hier in diesem wunderschönen Wald. Oh Mann, Leute, diese Geräusche. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir haben... Hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Hier ist ein Fernseher. Licht aus. Licht aus. Leute, hier ist irgendwas drin. Hier ist irgendwas drin in diesem Haus. Oh Mann. Es kommt von links. Leute, es ist wahnsinnig laut. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Irgendein Verrückter mit Messer. Boah, Leute, ey, was ist das denn für ein Spiel? Und was ist das für ein Mayday die ganze Zeit? Hier schreit irgendjemand? Oh Mann, ey, ich bin richtig angespannt. Ich bin richtig angespannt. Also ich würde fast sagen, das Ding ist ja noch krasser als dieses andere Spiel, was wir gespielt hatten. Don't Scream. Wir können uns hinter Bäumen verstecken. Leute, wir laufen hier einfach geradeaus. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Wir haben 2 Bilder bisher. 2 Bilder. Wir brauchen noch 3. 5 insgesamt. Und ich sagte noch, kann ja nicht so schwer sein. Nur 5 Bilder. Leute, ich würde sagen, ich gebe euch einfach mal den Controller und ihr spielt einfach weiter hier für mich, ne? Ich verabschiede mich mal. War ein schönes Let's Play. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Nein, Spaß. Wir machen das hier jetzt direkt weiter. Oh Mann. Ey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich muss mich hier konzentrieren, mich nicht zu erschrecken und meinen Controller wegzuwerfen. Man hört doch hier irgendwelche Babys schreien. Sind wir hier richtig? Hier passiert, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Ich laufe einfach nur geradeaus, weil ich habe einfach richtig doll Angst, nach links und nach rechts zu gucken. Oh Mann. Leute, ich bin in echt so oft in Wäldern unterwegs. Und ich muss schon sagen, ich bin richtig getriggert. Horrorfilme, Horrorspiele. Und immer, wenn ich im Wald unterwegs bin, ich bin gerne im Wald, ne? Das wisst ihr. Jetzt ist es aus. Und trotz... Stay still? Ich... wir hauen ab, wir hauen ab. Oh Mann, Leute, ey, was ist das?
Was ist das? Nochmal, wir hatten zwei Bilder. Drei haben uns gefehlt. Ja, wie gesagt, ich bin gerne in Wäldern unterwegs, in echt und an jeder Ecke. Wenn irgendwas knackst, ich gucke die ganze Zeit, was könnte das jetzt gewesen sein? Eventuell ebenfalls irgendein Monster oder so. Oh Mann. Ach. Was ist das denn hier für ein Spiel? So, ganz schnell, Leute. Komm, wir machen das jetzt nochmal. So, wir drücken. 1999. Wie gesagt, 1999 ist ja auch das Jahr gewesen, wo damals Blair Witch ganz groß rauskam. So, jetzt haben wir hier wieder die fünf vermissten Bilder. Zwei hatten wir gefunden. Da hinten schreit's. Jetzt weiß ich nicht genau. Wollen wir wieder dahin zuerst? Nee, oder? Komm, wir gehen jetzt mal nach rechts. Wir gucken uns mal da um. So, ja, wir versuchen die vermissten Personen zu finden, bevor es zu spät ist. Jetzt gehen wir mal nach rechts, mal gucken, was uns da hinten erwartet. Vielleicht ist es da ja ein bisschen sicherer. So, Taschenlampe schalten wir schon mal ein. Ich bin aufgeregt, Leute. Ihr merkt es wahrscheinlich. Ich quassel wieder am laufenden Band. Oh Mann, was haben wir uns da schon wieder rausgesucht? Da vorne ist jemand. Hier. So. Die erste vermisste Person. Wir nehmen uns ganz schnell das Plakat. 1 von 5. Ey, diese Unreal Engine 5, sie sieht so geil aus. Also von mir aus können es hier ruhig tagsüber bleiben. Vielleicht kann der Entwickler ja noch irgendwie einstellen oder beziehungsweise einfügen, dass man selbst einstellen kann, ob man tagsüber spielen möchte oder nachts. Dann könnte man sich mal hier so ein bisschen die Grafik angucken. Oh! Seht ihr, Leute, auch am Tage erschreckt man sich hier. Jetzt haben wir hier irgendeine Achterbahn. So, was steht hier unten? Explore the Amusement Park. Wir sollen den Freizeitpark untersuchen. Hier ist irgendein Karussell. Ein Lost Place. Ja, Vergnügungspark. Wow. Erinnert mich so ein bisschen an den alten Spreepark in Berlin. Vielleicht kennt ihr den ja. Ein Lost Place. Jetzt kommen wir hier nicht raus. Springen können wir leider nicht. Wir müssen hier vorne wieder am Eingang raus. Hier. Wow. Das sieht echt krass aus, Leute. Ein altes Riesenrad. Vielleicht finden wir hier noch jemanden. Eine vermisste Person. Ich will die fünf Personen finden. Hier vorne sitzen übrigens Leute. Alte Fahrgäste. Wir gehen mal lieber nicht zu nah ran. So, vielleicht noch hier vorne am Riesenrad. Also eines muss man dem Entwickler lassen. Wie gesagt, grafisch sowieso richtig, richtig cool. Oh, hat sogar gebrannt hier, guckt mal. Aber der Sound, der ist echt heftig, Leute. Der Sound ist heftig. So, ich glaube, hier ist nichts weiter. Ich habe ein bisschen Angst, lange an einem Ort zu bleiben. Genau deswegen. So, jetzt wird's wieder nachts, Leute. Wir laufen mal weiter. Und gucken mal nach, ob wir hier die nächste Person finden. Die zweite Person. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall an einer... Ja, wir sind leise. An einer anderen Position. Wir sind ja jetzt nach rechts gelaufen. Am Freizeitpark. Oh Mann. Was erwartet uns jetzt? Im Dunkeln dieser Wälder. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr amerikanisch aus, das Ganze, oder? Ist kein deutscher Wald, glaube ich. Ich glaube, das ist ein amerikanischer Wald. Wollen wir dem Schrei folgen? Vielleicht finden wir da das nächste Bild. Eigentlich will ich nicht, aber... Oh Mann, Leute. Es knackt. Es knackt. Es kommt von links. Wir haben hier richtigen 3D-Sound. Es kommt von links, Leute. Oh Mann, was ist da? Leute, das ist so gruselig, das ist so gruselig. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht gestorben, weil wir zu laut waren. Das können wir schon mal festhalten. Ey, diese Geräusche, jetzt ist es schon wieder dunkel. Ich habe keine Ahnung, wie wir im Dunkeln diese Leute finden sollen. Das ist doch fast unmöglich. Nee, da gehen wir nicht lang.
Da hinten ist irgendein Licht. Wir versuchen mal da hinten zum Licht zu kommen. Seht ihr das da ganz hinten? Da ist ein Licht. Oh! Leute, und wieder mal, ne? Ich habe hier alles dunkel. Ich bin ganz alleine. Es ist die Hölle hier. Es ist die Hölle. Da hinten ist Licht. Vielleicht unsere Rettung? Was ist da hinten? Ich hoffe, ein zweites Plakat. Eine zweite vermisste Person. Nee, was ist denn das? Ein Haus. Irgendein Haus. Eine Hütte. Aber niemand drin. Wartet mal. Ich glaube, war hier hinten nicht noch irgendwo ein Licht? Jetzt haben wir hier einen Hund. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube, vielleicht hätten wir das Mikrofon ein bisschen empfindlicher einstellen sollen. Weil ich glaube, ich bin doch schon recht laut, aber wir sterben nicht. Aber ist auch egal. Wir wollen die 5 Bilder finden. Leute, das wird ja immer heftiger hier. Die Sonne soll gerne wieder aufgehen. Bitte. Bitte. Was ist hier? Hier, wir sind am Friedhof, oder? Sind wir hier am Friedhof? Mein Herz. Nee, ich drehe mich nicht um. Da kannst du tausendmal psst sagen. Ich drehe mich nicht um. Nee! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, Leute, ich schwitze richtig. Ich schwitze richtig hier. Und nee, es liegt nicht an der Hitze draußen. Nee, ich drehe mich nicht um. Leute, das wird ja immer heftiger. Ich habe das Gefühl, je länger wir in diesem Wald ausharren, desto schlimmer wird's. Wir sollen uns umdrehen, oder? Wir sollen uns umdrehen. Da hinten sind wieder Lichter. Wir versuchen mal zu den Lichtern zu kommen. Was ist denn das? Hier, da, guck mal. Ist das Hilfe? Da läuft doch jemand. Da hinten läuft doch jemand mit Taschenlampe. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Hier ist der Friedhof. Oder? Nee, da war jemand. Da war jemand. Da war jemand. Oh, Leute. Ich hab richtig, richtig Schiss. Wir gehen mal zu den Lichtern da hinten. Oh mein Gott. Also Leute, wenn ihr dieses Video hier seht, hab ich's überlebt. Wenn ihr es nicht seht, naja, dann liege ich hier wahrscheinlich mit Herzinfarkt auf dem Boden. Die Lichter sind weg. Hier, was ist denn das? Oh, nee, nee. Baby geschrien. Babygeschrei. Oh mein Gott. Leute, das ist eines der schlimmsten Horrorspiele, die ich jemals gespielt habe. Leute, irgendwas ist doch hier rechts. Das Ding verfolgt uns. Ich will mich nicht umdrehen. Da hinten, da ist wieder Licht. Wir versuchen mal hinzukommen. Was ist denn das? Ey Leute, ich kann hier nachher erstmal duschen gehen. Ich schwitze. Was ist denn das? Laterne oder so? Hä? Was ist denn das hier? Eine Tankstelle oder sowas? Leute, wo sind denn... Was? My friend? Hide and seek? Oh nee! Nee! Wir müssen uns verstecken. 9, 8, 7, 6, 1, 4. Licht aus! Wir verstecken uns. Leute. Nee, Licht aus! Licht aus! Mach das Licht aus, verdammt! Du wurdest ermordet. Leute, wie sollen wir denn hier bitte 5 Bilder finden?
Wie soll das gehen? Friedrich Nietzsche. Oh Mann. Ey, das ist auch so cool gemacht hier mit den Vögeln da oben. Wie im Kreis fliegen. Leute, wie soll das funktionieren? So. Wir machen es jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal in eine andere Richtung. Wir versuchen mal, die meisten Bilder am Tage zu finden. Wird wahrscheinlich nicht möglich sein, aber wir probieren es einfach mal. So, okay. Wir laufen mal geradeaus. Mal gucken, was da kommt. Wir sind jetzt nach links gelaufen, nach rechts gelaufen. Geradeaus sind wir noch nicht gelaufen. Wir gucken mal, was passiert. Taschenlampe schalten wir mal an. Aber ich glaube, dieses komische Wesen, es ist kaum möglich, sich zu verstecken. Er sagt zwar, hide and seek, ne? Also verstecken. Hier waren wir doch gewesen, im Dunkeln. Er sagt doch, hide and seek, also verstecken und suchen. Und wir verstecken uns. Er sagt ja, wir können uns auch an, ja, an Bäumen verstecken, aber ich mach die Lampe aus. Die Lampe geht dann wieder an. Und dann hat er uns. Keine Ahnung warum. Könnte man vielleicht ein bisschen einfacher machen noch. Boah, das sieht auch so cool aus, oder? Guckt euch das mal an. Da vorne ist die Tanke, da waren wir. So, mal gucken, vielleicht finden wir hier ja schon jemanden. Irgendeine vermisste Person. Ja, also, boah, das sieht richtig cool aus, oder? Hat ein bisschen Stalker-Vibes. Wow, richtig cool. Jetzt sieht es aber irgendwie so ein bisschen östlich aus, ne? Russland, Ukraine oder so. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwo jemanden... Ja, guck doch mal, Kassa ist doch russisch. Gucken, ob wir hier jemanden finden. Hier, hier haben wir jemanden. Zack. Den ersten. Ja, ich würde sagen, hier gucken wir uns jetzt mal lieber nicht drinne um. Wir gehen mal weiter. Ja, ich habe auch keine Ahnung jetzt, ne, wie lange wir hier spielen sollen. Also, ich würde sagen, wenn wir es nach einer Stunde oder so nicht gekriegt haben, nicht geschafft haben, dann, ja, dann belassen wir es bei einer Stunde, oder? Dann könnt ihr es ja mal selbst probieren und mir sagen, ob ihr es geschafft habt. Ob ihr alle 5 Bilder gefunden habt. Hier haben wir die nächste. Hier am Auto. Jetzt gehen wir mal weiter. Da vorne, glaube ich, nochmal, oder? Sitzt da noch jemand? Was ist denn das hier? Hä? Was? Oh! Oh! Leute! Selbst am Tage. Hier ist ein Zeltplatz. Hier ist doch bestimmt irgendjemand, oder? Komm, 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 komm. Hier ist doch bestimmt irgendjemand. Ein Zeltplatz. Nee, hier sitzt leider niemand. Leute, kennt ihr diesen Wald? Ich weiß nicht genau, wo der ist. Ich glaube, in Japan oder so. Will nichts Falsches behaupten. Da gibt es diesen Wald. Und dieser sogenannte Selbstmordwald. Und Leute, die diesen Wald betreten, haben sich irgendwie, ja, keine Ahnung, umgebracht oder so. Und man sieht dort noch deren Überbleibsel, ne? Deren Über... Also nicht deren Überreste, aber die Überreste von, naja, ihr ganzes Gepäck und so. Ganz, ganz gruselig. Oh, ihr merkt schon, ich kann kaum noch reden. Ich bin richtig verwirrt, richtig angespannt. Nur noch Sprachfehler. So. Wie fahren wir jetzt 2, ne? Ja, wir sind leise. Wir brauchen noch 3 Bilder. Wieder. Wir brauchen wieder 3 Bilder. Nee, aber ich nicht. Ich nicht. Ich will dich nicht, sehen. Leute, was ist das? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Ding? Er hat doch gesagt, stay close. Hä? Er wollte uns von Namen sehen. Ja, dann gehe ich doch da nicht hin. Ist doch logisch, dass wir abhauen. Kommt, nochmal. Das triggert mich jetzt. Ich will die verdammten Bilder haben. So, wir nehmen uns das Bild hier. So, jetzt haben wir hier vorne wieder die Leichensäcke. Zack. Nee, passt auf. Wir gehen mal jetzt hinterm Haus lang, oder? Wir versuchen mal... Ja. Der Schrei... Jetzt gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was wir hier finden. Oh Gott. Leute, das Spiel macht mich ja mal richtig fertig. Wir haben einen alten Traktor. Aber die Kulisse ist schon wirklich cool gemacht. Da vorne kommt ein Haus, da gehen wir mal hin. Kleine Kirche oder sowas. Oder ist es der Friedhof? Wir gehen mal gucken. Grafisch muss man wirklich sagen, das Ding ist echt richtig hübsch. Ich mag diese Unreal Engine 5. Die stellt wirklich richtig coole Sachen auf die Beine. Haben wir hier irgendwas? Hier haben wir jemanden. So, explore the Kapelle. So, haben wir mitgenommen. 1 von 5.
Können wir mal hier reingucken, ob wir hier noch irgendwas finden? Oh Mann, ist das dunkel hier drin. Aber hier ist niemand. Aber hier könnte man sich gut verstecken. Aber ich wette, da kommt dieses Wesen auch. Hier können wir nicht hoch. Hier könnte man sich auch verstecken. So, einen haben wir. Wir gehen mal weiter. Ah, ihr denkt bestimmt so, Mensch, wie blöd ist der Typ. Kann doch nicht so schwer sein, diese 5 Blätter zu finden. Aber ihr müsst es mal selbst ausprobieren. Macht mal alles dunkel. Alles dunkel, versucht mal alleine zu sein. Und dann spielt mal dieses Spiel mitten in der Nacht. Dann die Anspannung, ihr müsst leise sein dabei. Ihr müsst diese 5 Blätter finden. Während um euch herum nur gruselige Geräusche sind. Und dieses komische Wesen da ist, was euch jagt. Aber generell finde ich ja auch, muss man sagen, dass Horrorspiele eine besondere Wirkung erzeugen, wenn sie tatsächlich in Wäldern stattfinden. Ich liebe Wälder, ob nun gruselig oder nicht gruselig. Wälder haben einfach immer irgendwas Mystisches an sich. Wie schon gesagt, diese Stille, dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden, ringsherum einfach niemand, nur Bäume. Einfach faszinierend. So, eigentlich wollte ich... Wow, was war denn das? Jetzt sind wir hier einfach mal an einem anderen Ort. Noch ist alles still. Jetzt wird's dunkel, Leute. Haltet euch fest. Seid bereit. Die nächste Welle. Vielleicht müssen wir auch langsam laufen. Oh Mann. Ey, wenn ihr das sehen könntet, Leute. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich habe richtig Gänsehaut. Ich finde auch mal gerade nachts, ne, wenn so Bäume zum Vorschein kommen, wenn man mit der Taschenlampe leuchtet, das sieht immer so richtig krass aus. Hoffentlich kommt dieses blöde Wesen jetzt nicht. Ich finde, man könnte tatsächlich dieses Wesen ausbauen aus dem Spiel und nur einfach diese Jumpscares lassen, diese Geräusche und währenddessen... Währenddessen sucht man einfach diese blöden Bilder. Aber die Jumpscares sind schon echt geil gemacht. Die sind cool. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Jetzt kommt wieder das Babygeschrei hier aus diesem Müll. Gott! Hier vorne ist jemand. Jetzt, hier. So. 2 von 5. Leute, das ist doch fast unmöglich. Das kriegt man nicht hin. Wir schleichen diesmal. Das Spiel ist wirklich mal der absolute Wahnsinn. Man ist ständig unter Anspannung. Man hat die ganze Zeit Angst, irgendwie hier erschreckt zu werden vor diesen Jumpscares. Man will auch nicht zu laut reden. Man guckt sich hier die ganze Zeit um und ständig hat man das Gefühl, beobachtet zu werden, dass man hier verfolgt wird in diesen großen Wäldern. Oh Mann, was haben wir uns hier angetan? Jetzt zieht auch noch ein Unwetter auf. Was ist das? Was ist das? Leute, was ist denn das? Hinter uns ist irgendwas. Hinter uns ist irgendwas. Könnte auch ein Feuerwerk sein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein schöner, gemütlicher Spaziergang durch den Wald. Eine Spinne war das. Irgendeine Spinne. Boah, Leute, ich habe auch keine Ahnung, ja, wie man sich hier orientieren soll. Also woher man jetzt weiß, wo der nächste Ort ist. Hallo? Hallo, Clown? mach's gut, wir hauen mal ab.
Alter, Leute, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Steht der einfach mal da, dieser Clown. Und guckt euch an. Boah, was ist das denn? Wow. Das meine ich, diese Geräusche sind schon wirklich krass. So, da vorne kommt ein Licht. Kriegen wir diesmal drei Bilder? Wir gehen mal ganz langsam dahin. Ich glaube, das waren diese... War diese Laterne, ne? Mit den Funken. Ey, ich hoffe, diese komische Frau kommt nicht. Ist doch eine Frau, oder? Was? Leute, was ist das denn schon wieder? Irgendein Typ mit irgendwelchen Köpfen da an Ketten? Ey, wie geil ist das? Nee, wir hauen ab! Wir hauen ab! Wir hauen ab! Das gibt's doch nicht, dieses Scheißwesen! Was ist denn das für ein Wesen? Wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir das machen, Leute? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal ein letztes Mal, oder? Was steht denn hier eigentlich dran, ne? Polizei. If it bleeds, we can kill it. Wenn es blutet, können wir es töten. Na gut. So, wir probieren es jetzt nochmal. Ich würde sagen, die meisten Bilder, die wir jetzt gefunden hatten, die waren ja tatsächlich da hinten, wo der Schrei herkam. Deswegen würde ich sagen... Genau. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt doch mal da hinten hin, wo der Schrei herkam. Und da hatten wir zumindest zwei Bilder auf einmal gefunden. So, und wenn wir die haben, gehen wir nochmal zurück jetzt zum Haus. Wir müssen uns mal irgendwie die Richtung merken. So, wartet mal, da vorne kommt diese Statue. Genau, wir müssen also einfach nur geradeaus. Wir rennen jetzt einfach mal dahin und gucken mal nach, ob wir ganz schnell die Bilder bekommen. Wenn sie jetzt da sind, ne? Wie gesagt, in jeder Runde werden die ja neu sortiert. Oh, jetzt hupt's hier draußen an der Straße, ey. Jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Ich dachte, das wäre hier im Spiel. Aber nee, war diesmal real. So, wir gucken jetzt mal hier, ob wir irgendjemanden finden. Ganz schnell. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Hier ist niemand. Mist. Hier ist niemand. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir wieder zurückgehen? Zum Haus. Oder steht das Haus jetzt gar nicht mehr da? Vielleicht wird das, die Welt ja immer wieder neu sortiert. Aber doch, ich glaube ja, ne? Da hinten. Ich glaube, die Hütte steht noch da. Wir gucken mal. Vielleicht der hier noch? Wartet mal, wir gucken mal hier. Doch, hier, guck mal. Hier sitzt jemand. Nicht mehr ganz lebendig, aber wir brauchen das Blatt. So, wir nehmen es mal. Vielleicht können wir ja tatsächlich das Haus als Sicherung benutzen irgendwie. Warte mal, wir gehen mal zurück. Ah, hoffentlich verlaufen wir uns jetzt nicht. Wo ist denn das Haus? Nee, da vorne, was ist das? Das ist nicht das Haus. Das Haus ist, glaube ich, hier, ne? Hier ist das Haus. Wir gehen nochmal zurück. Mal gucken, was passiert. Vielleicht sind wir da irgendwie sicher. So eine Art, ja, Safe Room. Boah, mit den Fitzen, das sieht so geil aus. Mal gucken, was passiert. So, wir gehen nochmal rein. Wir haben jetzt ein Bild, aber scheint wahrscheinlich nichts zu passieren. Ah, Freunde, ey. Pass auf, wir gehen jetzt nochmal geradeaus. Da vorne, glaube ich, kommt der, Freizeitpark. 16. Februar 1999. Winter. So, hier. Nee, die Tanke, ne? Die Tanke kommt da vorne. Noch ist es hell. Also ich glaube... Ah, jetzt wird's dunkel. Ich glaube, unser Rekord lag bei... Hätten, glaube ich, sitzt jemand. War bei drei Bildern, oder? Ich glaube, wir hatten drei Bilder gehabt. Oder waren zwei Bilder bisher? Wir gucken mal. Also ich habe wirklich keine Ahnung, ob... Was? Be quiet, genau. Ich habe keine Ahnung, ob man dieses komische Wesen irgendwie triggert mit irgendeinem Verhalten von uns.
dass es deswegen immer ankommt? Weil ich habe das Gefühl, sobald dieses Wesen da ist, ist das Spiel verloren. Dann können wir nichts mehr machen. Wir gucken mal hier. Hier ist nichts zu sehen. Oh. So. Hier, ja, eine Kasse ist... Nee, dann ist es ja... Ist keine Tanke, dann ist es doch hier ein Einkaufsladen. Kasse. Oder nee, doch. Ist eine Tanke. Die Kasse quasi der Tanke. Ja, hier ist... Was heißt denn das? P-Sock oder so? Der Schuss. Wir gehen mal weiter. Warte mal, ich würde sagen, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt mal wieder zurück und dann nach links. Vielleicht müssen wir wirklich immer... Ah, hier, Leute. Hier. Oh, 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 oh. Wir hauen ab. Gehen jetzt mal in die andere Richtung. Kommen wir hier irgendwo raus? Hier. Wir gehen jetzt einfach mal nach links. Also wir haben jetzt zwei Bilder wieder. Ja, das Spiel macht mich fertig. Wirklich, da hinten sind Lichter. Wir gehen jetzt mal da rein. Vielleicht finden wir da noch... Was? Was ist denn das? Leute? Hier steht einfach mal ein Pferd? Wow. Ich wollte auch sagen, da leuchtet auch irgendwas, aber es waren die Augen. Wir müssen irgendwie versuchen, im Dunkeln... So, jetzt sagt er, don't move. Das gibt's nicht. Leute, was sollen wir tun? Er sagte, don't move. So. Wenn wir uns nicht bewegen, kommt das Ding doch aber trotzdem an und killt uns. Oder, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir probieren es jetzt nochmal. Wenn dieses Ding kommt und sagt, wir sollen uns nicht bewegen, bleiben wir jetzt einfach mal stehen und machen die Taschenlampe aus. Mal gucken, was passiert. Wenn wir dann ebenfalls erwischt werden, dann ist es doch irgendwie ein Bug, oder? Ist doch komisch, ergibt doch dann gar keinen Sinn. Wir sollen das machen, was er sagt, damit wir nicht sterben. Er wollte uns sehen. So, das probieren wir jetzt mal aus. Interessiert mich einfach mal. Wenn er jetzt sagt, wir sollen uns nicht bewegen, bewegen wir uns auch einfach mal nicht. So. Genau. So, jetzt rennen wir nochmal dahin. Oder nee, wir gehen jetzt einfach mal nach hinten. Wir gucken mal nach hinten. Ob wir jetzt hier irgendwo auf die Schnelle schon mal die ersten Leichen finden. Hier haben wir den Traktor. Ist hier irgendjemand? Nee, da sitzt niemand. Da hinten kommt nochmal eine... Nee, ich dachte, da kommt eine Hütte, aber ist keine Hütte. Ach, Leute, ey. Sehr, sehr stressig, das Spiel. Sehr, sehr stressig. Wie gesagt, ich schwitze richtig. Aber es macht Spaß. Es macht tatsächlich wirklich Spaß. Vor allem natürlich mit euch zusammen, ne? Mich interessiert ja wirklich, ich würde euch so gerne mal sehen. Dabei zugucken, wenn ihr das Ding hier seht, ob ihr euch ebenfalls erschreckt. Leute, hier, guckt mal. Was ist das denn für ein krasses Ding? Aber ich glaube hier... Nee, ist wieder dieser Ball, ja? Der erschreckt uns natürlich. Wir wissen's, wir kennen's. Wir gehen mal hier kurz hoch, ob hier jemand ist. Irgendein Funkturm oder so. Da steht sogar ein Fahrrad drin. Ja, hier ist aber keine Leiche. Oh, hier gibt's so viele Sachen zu entdecken eigentlich. Wir gehen mal weiter. Da vorne kommt irgendeine Freifläche. Wir gucken mal, ob da vorne irgendwas kommt. Ich glaube, dieser Freizeitpark müsste das sein. Hier braucht man ja eine Landkarte, ey. Oder einen Kompass zumindest. Aber ich glaube, da vorne kommt irgendwas. Was ist denn das? Ist da einfach mal aufgeploppt? Ich glaube, das ist die Kapelle, ne? Na gut, dann gucken wir jetzt mal hier. Ob hier irgendjemand sitzt. Taschenlampe haben wir ja an. Ja, hier vorne sitzt jemand. So. 1 von 5. Ey, wir kommen nicht weiter als 2 von 5. Wir gehen mal hier geradeaus, würde ich sagen. Ey, aber sowas müsste man mal in echt machen, oder? Man trifft sich mit Freunden. Was ist denn das hier? Wow. Man trifft sich mit Freunden einfach mal im Wald?
So, und dann versteckt man dort Dinge und man muss die Dinge mit Taschenlampe suchen. Das wäre doch mal ein Ding. Das könnten wir mal als YouTube-Treffen machen. Wir treffen uns alle zusammen im Wald und dann machen wir das. Das wäre doch mal eine Mission. So, und dann filmen wir das und dann stellen wir das Ding auch auf YouTube. Da vorne ist irgendwas, glaube ich. So, wie gesagt, wenn das Wesen jetzt kommt, bewegen wir uns mal nicht. Wir machen jetzt mal genau das, was er sagt. Be quiet. Wir sind leise. Taschenlampe haben wir an. So. Jetzt. Wir stehen still, Leute. Wir stehen still. Taschenlampe ist aus. Leute. Nichts passiert. Wir mussten, glaube ich, wirklich stehen bleiben. Soll ich die Taschenlampe wieder einschalten? Wir schalten sie ein. Und das Wesen ist weg. Leute, so funktioniert's also. Wow. Hinter uns läuft jemand. Also, Leute. Wenn das Wesen kommt und sagt, wir sollen still stehen bleiben, dann sollen wir es wirklich machen. Wir müssen stehen bleiben. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance, alle Bilder zu finden. Aber wie, wenn wir diese ganzen Orte nicht finden? In der Dunkelheit! Oh mein Gott, links rennt jemand. Links rannte jemand. Ey, wenn wir stehen bleiben. Wir hören trotzdem Schritte. Wir werden verfolgt, Leute. Wir werden verfolgt. Ey, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Wo die ganzen Orte sind, die wir finden müssen. Wir haben gerade mal ein Bild. Hier ist ein Boot. Hier ist ein Boot. Irgendwelche metallischen Geräusche da hinten. Oh mein Gott, guckt euch mal das an. Nee. Ja! Dich lassen wir in Ruhe. Wir gehen weiter. Wir wollen doch nur diese Fotos finden. Oh Gott. Nee, ey. Oh, nee, ey. Und da ist mir einfach mal das Spiel abgekackt. So, Leute, ich würde sagen, wir probieren es jetzt nochmal ein allerletztes Mal. Wir schnappen uns jetzt hier nochmal die Karte. Zack. Gehen nochmal raus. Vermisst. So, ich würde sagen, wir fangen da hinten an, wo der Schrei herkommt. Taschenlampe schalten wir schon mal ein und wir wissen Bescheid, wenn das Ding kommt und sagt, wir sollen stehen bleiben, bleiben wir einfach mal stehen. Ach, nee. Ey, wirklich, ich kann hier nach einfach mal duschen gehen. Ich schwitze richtig. Das Spiel hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Aber ja, mal ehrlich, wenn man das wirklich mal in echt probieren würde. Ich glaube, es ist einerseits sehr, sehr spannend, aber andererseits auch sehr, sehr gruselig. Wie gesagt, ich habe hier, wo ich wohne, so viele Wälder. Also möglich wäre es auf jeden Fall. Aber auch, wie gesagt, sehr, sehr gruselig. Ich habe ja noch nicht mal in einem Zelt irgendwo in einem Wald mal übernachtet oder so. Also steht definitiv auf meiner Liste. Würde ich super gerne mal machen. Einfach mal so diesen, ja, Adrenalinkick zu erleben, ne? So, hier ist wieder nichts. Wir gehen mal weiter. Hier vorne ist diese komische Hütte. Mal gucken, ob da jemand liegt. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde sagen, das ist die letzte Runde, denn jetzt hier. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen. Das wäre es ja jetzt. Letzte Runde und wir schaffen es tatsächlich. Finden alle 5 Bilder. Aber ich glaube es nicht. Das ist, naja, nicht unmöglich, aber schon sehr, sehr schwer. Sehr kompliziert gemacht, ne? Vor allem mit diesen Dingern, wo man halt wirklich sterben kann. Ich finde, das hätte man rausnehmen können, dass man hier stirbt. Man hätte es einfach so machen sollen, dass man hier einfach nur diese Jumpscares hat, die halt immer schlimmer werden, ne? Also je weiter die Zeit voranschreitet, die halt immer schlimmer werden und bis man dann irgendwann mal die 5 Bilder gefunden hat. Aber dass man halt wieder von vorne anfangen muss, keine Ahnung, finde ich irgendwie jetzt nicht so gut. Hier sitzt jemand. Perfekt. Nehmen wir mal mit. Na komm. Zack. So, 1 von 5. Ja, dass man dann wieder von vorne anfangen muss, finde ich nicht so gut.
Man hätte es einfach nur bei den Jumpscares belassen sollen und ja, die, wie gesagt, ne, die einfach immer schlimmer werden lassen, je weiter man voranschreitet hier. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Wir gehen jetzt mal weit. Ne, ich glaube, wir gehen mal hier lang. Da hinten sieht es sehr hell aus. Gleich wird sowieso wieder dunkel, Freunde. Also, ist es eigentlich auch egal. So, mal gucken, was da jetzt für ein Ort kommt. Ich weiß nicht genau, ob die Orte einfach immer wieder zufällig platziert werden. Also, die Blätter ja schon, aber ich meine die Szenarien, also hier die Tanke und so weiter, ob die auch zufällig platziert werden. So, jetzt laufen wir mal wieder ganz langsam. Gucken mal nach, ob wir jetzt hier irgendwas finden. Letzte Runde, Leute. Ein Schuss. Da hinten ist Licht gewesen. Be quiet, genau. Aber man muss schon wirklich sagen, die Stimmung ist einmalig gut. Die Geräusche, die Grafik, die Spannung auch vor allem. Also, gruselig ist es allemal. Jetzt hört man hier irgendwas schnarchen. Laufen wir einfach geradeaus. Ah, da vorne ist irgendwas gerannt. Oh Gott. Oh mein Gott. Irgendwas schubst uns von hinten. Irgendwas schubst uns von hinten. Aber was? Wir rennen mal weg. Oh, nee, ey. Wirklich, ich hab die Schnauze voll, Leute. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich will einfach nur noch nach Hause. Das meine ich, man hat doch gar keine Chance. Was soll man denn tun? Was soll man tun? Ach komm, einmal machen wir es noch. Einmal noch jetzt, ein letztes Mal. Was soll man denn tun? Ich habe nichts gemacht. Wir standen einfach nur da. Oder darf man nicht anhalten? Waren wir zu langsam? Sollen wir rennen? Wir rennen jetzt einfach mal. So, jetzt aber wirklich, letzte Runde und wir rennen mal. So. Die Hütte hier wieder. Zack. So, jetzt gehen wir hier nochmal hin. Ach, Leute, Leute, Leute. Was macht ihr hier mit mir? Jetzt schreit er da hinten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal geradeaus. Oder nach rechts? Ne, wir gehen nach rechts. So, wir suchen die vermissten Personen. Wir rennen jetzt, wir bleiben nicht stehen. Wir versuchen das Ding jetzt hier mal irgendwie im Schnelldurchlauf zu packen. Vielleicht darf man wirklich nicht stehen bleiben. Licht, glaube ich, haben wir. Ne, hatten wir noch nicht an. Wir schalten es trotzdem schon mal an. Auweia, auweia, auweia. Aber findet ihr nicht auch, dass die Spiele immer krasser werden? Also grafisch, aber auch vom Gameplay her. Na, wobei man sagen muss, viele Spiele, ne? Ist leider heutzutage manchmal so, dass Spiele zwar immer hübscher aussehen, aber dann das Gameplay nachlässt, storymäßig vor allem. Dass die Leute dann einfach nur so denken, Mensch, komm, wir machen richtig geile Grafik in diesem Spiel, aber dafür leidet dann so ein bisschen die Story darunter. Leute, ich bin einfach nicht multitaskingfähig. Ich bin ein Kerl. Es funktioniert nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, aufs Reden konzentrieren, während ich hier völlig angespannt bin. Ich versuche einfach nur noch jetzt hier diese Blätter zu finden und diesen Wald zu verlassen. So, Telefon funktioniert nicht. Wartet mal, hier vorne ist jemand. Hier vorne ist jemand. So, nehmen wir mit. 1 von 5, wir rennen weiter. Wir bleiben nicht stehen diesmal, außer wenn diese komische Frau sagt, wir sollen stehen bleiben und sie möchte uns von Namen sehen. Boah, Leute, ey. Dann bleiben wir mal ganz kurz stehen. Ey, hier kriegt man wirklich einen Herzinfarkt. Also teilweise gruseliger als so manche Horrorfilme, weil man es einfach interaktiv erlebt, ne? Es ist nochmal was anderes, wobei ich sagen muss, wenn ich einen Horrorfilm gucke, ne, dann erschrecke ich mich auch wahnsinnig. Ich bin richtig, richtig schreckhaft, muss man sagen.
Aber gerade so in einem Spiel, wenn man halt wirklich interaktiv hier arbeiten muss, ne, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Wenn man hier selber spielt, man bewegt die Figur hier und wenn dann plötzlich irgendwelche Sachen auftauchen, die einen erschrecken, hier direkt, ne, man ist ja sehr, sehr nah am Monitor, muss man ja sagen, ist das nochmal ein anderes Kaliber. So, wir strauchen uns mal hier durchs Gebüsch. Jetzt wird's dunkel. Da hinten, glaube ich, kommt das nächste Szenario. So, Taschenlampe ist an. Wir müssen leise sein. Und wir bleiben jetzt nicht stehen. Das könnte nämlich tatsächlich der Fehler sein, da wir stehen geblieben sind. Dass das vielleicht die beiden Möglichkeiten sind, wie man hier sterben kann. Wenn wir nicht auf diese Frau hören, die möchte, dass wir stehen bleiben, oder wenn wir einfach stehen bleiben, ohne dass man es uns befiehlt. Da hinten ist ein Licht. Wir gehen mal zum Licht. Geht es da ganz hinten am Horizont? Boah, irgendwas schmatzt doch hinter uns. ASMR. Naja, nicht wirklich. Generell muss ich auch sagen, ne, Thema ASMR finde ich immer ganz, ganz komisch. Also tatsächlich, dieses unintentional ASMR, ne, dieses unbeabsichtigte ASMR, das funktioniert bei mir tatsächlich ganz gut. Wenn jemand ja unbeabsichtigt eine sehr sanfte Stimme hat oder Papier berührt oder so, ne, wenn es dann knistert und so, das finde ich sehr, sehr einschläfernd. Taschenlampe ist aus. Aber diese ganzen anderen Leute, die es ja, die vorm Mikro sitzen und dann ins Mikro rumschmatzen und so, das funktioniert einfach nicht. Das ist auch tatsächlich nicht der Sinn von ASMR. ASMR ist immer meiner Meinung nach unintentional, also unbeabsichtigt. Keine Ahnung. Könnt mir ja gerne mal sagen, ob das bei euch funktioniert, ASMR. Bei mir, wie gesagt, nur, ich glaube, das war das Pferd, bei mir nur, wenn es unbeabsichtigt ist. Aber nicht, wenn man irgendwie mit Absicht ins Mikrofon schmatzt und so weiter oder isst. Das triggert mich gar nicht. Macht mich dann doch eher, ja, finde ich ganz komisch halt, ne? So, wir laufen mal weiter. Irgendwas ist wieder hinter uns. Keine Ahnung was, wir drehen uns nicht um. Da vorne ist irgendeine Frau. Taschenlampe an. Leute, irgendwas ist hinter uns. Oh Mann, ey. Ich verstecke meine Angst mit Lachen. Aber ich glaube, das wisst ihr bereits. Oh, es wird immer schneller, glaube ich. Da hinten. Hier ist irgendwas. Ah, jetzt sind wir hier am. Ja, was ist denn das? Ist es die Kapelle? Der Friedhof? Da vorne ist doch irgendein Licht. Mehrere Lichter. Ja, hier, Leute. Hier ist doch bestimmt noch jemand, oder? Hier sitzt doch bestimmt irgendwo jemand rum. Oder? Hier muss doch irgendwo jemand sein. Gott! Wartet mal, Leute, hier ist doch bestimmt irgendjemand. Ah, oder doch nicht? Scheinbar nicht. Also, es heißt dann scheinbar nicht, dass wenn man hier so einen Ort gefunden hat, dass dann auch wirklich Leute da sind. Da hinten ist nochmal Licht. Wir gehen zum nächsten Licht. Oder waren wir da schon? Oh, Leute, was sind denn das für Geräusche? Was geht denn da kaputt? Hier! Hier, komm, komm, komm rein! Oder hatten wir die schon? Die hatten wir schon. Oh, nee, Leute. Nee, 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 nee! Oh. Man hat keine Chance zu fliehen, wenn die Leute da sind. Wenn man einmal in so einer Hütte ist, das ist gameplay-technisch tatsächlich nicht so gut gemacht, finde ich. Das ist gameplay-technisch nicht so gut gemacht. Ach, Leute, wir sind jetzt bei über einer Stunde. Ich bin unglaublich nass geschwitzt. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich bin am Ende. Ihr wahrscheinlich ebenfalls. Oh. Wir können ja noch mal kurz ein paar Worte zum Spiel verlieren. Also, ne, wie man ja hier schon sieht, die Grafik ist wirklich unglaublich gut. Unreal Engine 5. Man ist nichts anderes gewöhnt eigentlich von der Engine. Soundtechnisch richtig gut gemacht. Von jeder Ecke kommt ein Knarren. Von jeder Ecke kommen irgendwelche komischen Stimmen.
die Jumpscares sind cool gesetzt, die dann einfach random irgendwo passieren. Ah, die sehen schon echt gut aus. Also der Gruselfaktor ist definitiv da. Die negativen Sachen tatsächlich sind die Dinge, dass man hier sterben kann. Also meinetwegen, man kann sterben, dann aber wenigstens mit dem Hinweis, wie man dieses Sterben verhindern kann. Wie kann ich verhindern, wenn ich in irgendeiner Hütte bin und diese Typen kommen da rein, wie gerade eben? Was muss ich machen, dass die nicht kommen? Taschenlampe ausmachen funktioniert scheinbar nicht, die Dinger kommen trotzdem rein, erstechen uns und ja, wir sind tot, können von vorne beginnen. Ne? Ebenfalls nochmal ein großer Nachteil, finde ich, dass man einfach von vorne beginnen muss. Oder halt natürlich auch diese komische Frau, die dann sagt, gut, das haben wir jetzt rausgefunden, die dann gesagt hat, wir sollen stehen bleiben. Die sind dann einfach stehen geblieben, das haben wir gelöst. Ja, das hatten wir dann geschafft. Da ist ja nichts weiter passiert. Aber, ja. Und wenn man, glaube ich, im Dunkeln einfach stehen bleibt, dann stirbt man auch. Ach, kommt, Leute, kommt, eine Runde machen wir noch. Eine Runde, eine allerletzte Runde jetzt hier. Ach, es macht ja süchtig. Aber jetzt wirklich die allerletzte Runde, Freunde. Missing, okay. Ein letztes Mal. So, er schreit. Wir legen los. Taschenlampe machen wir an. Wir finden die Personen. 5 am Stück. 2 war unser Maximum, Leute. Wie ist denn das möglich, 5 zu finden? Wie ist das möglich? Na, mal sehen. Wir werden es auch diesmal nicht schaffen. Das ist, ja, es ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Aber wie gesagt, probiert es gerne mal selbst. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie teuer das Spiel war. Ich glaube aber nicht so teuer auf Steam. Aber probiert es gerne mal aus. Ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung wert. Wäre aber wirklich schön, ich guck mal im Forum, ob da auch noch andere Leute waren, die das irgendwie kritisiert haben, dass man hier an, ja, dass man hier so schnell stirbt und dann von vorne beginnen muss. Wie gesagt, ist ja an sich eigentlich gar nichts Schlimmes, dass man hier sterben kann. Ist ja auch so ein bisschen dann die Herausforderung an sich natürlich. Aber dass es dann keinen Ausweg mehr gibt, das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd. So, hier, wenn man jetzt hier drin ist, kommt man einfach nicht mehr raus. Man hängt dann fest. So, wie gehen wir jetzt da vorne nochmal hin? Versuchen mal diesen komischen Ort da zu meinen, wo wir festhängen. So, die Kapelle. Da ist doch bestimmt irgendwo eine Leiche. Ach, herrje. Aber definitiv, muss ich sagen, eines der gruseligsten Spiele, die ich je gespielt hatte. Zusammen noch mit Downscream. Fand ich tatsächlich, Don't Scream fand ich besser ein bisschen. Einfach weil es da nicht diese, hier ist jemand, einfach weil es da nicht diese, ja, sehr wahrscheinliche Möglichkeit gab zum Sterben. Da war das Gameplay ein bisschen besser. Wobei ich hier finde, sind die Jumpscares wieder besser. Ja, so hat jedes Spiel natürlich seine Vor- und Nachteile. Beide sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. Ich hätte fast gedacht, ist der gleiche Entwickler, aber ich glaube, ist er nicht. Weil die Spiele ähneln sich ja nun doch sehr, sehr stark. So, jetzt gehen wir mal hier nach links. Also solltet ihr immer noch hier dabei sein, nach einer Stunde, und ihr habt es immer noch geschafft, dass ihr noch nicht vom Stuhl gefallen seid, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr herzlich fürs Zusehen, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid, durchgehalten habt, mit mir zusammen hier dieses Horrorabenteuer zu erleben, dass er doch nicht ohne ist. So, es ist dunkel. Taschenlampe ist an. Eine letzte Runde. Eine allerletzte Runde hier in diesem merkwürdigen, gruseligen Wald. Wir müssen leise sein. Der 16. Februar 1999, 7.14 Uhr abends. So, mal gucken. Wir sind still. Wir sind ganz, ganz still. Ich glaube, sie ist weg. Wir rennen weiter. Aber wirklich, ihr glaubt nicht, wie anstrengend das Spiel ist. Man ist wirklich permanent unter Anspannung hier, Leute. Oh mein Gott!
Da hinten ist ein Licht. Da gehen wir jetzt noch hin. Und irgendwie hört man auch die ganze Zeit dieses Babygeheule. Was ist denn das hier? Irgendeine komische Anlage. Hier ist ein... Naja, Zaun nicht, aber eine Mauer. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, da muss doch hier irgendwo ebenfalls jemand sein. Oder hier liegt doch bestimmt irgendjemand. Gucken wir uns ganz genau um. Aber... Warte mal, hier war doch irgendwas. Hä, warte mal, hier war doch gerade ein Kreuz. Taschenlampe, geh an. Hier war doch gerade ein Kreuz. Hier, warum? Hä? Warum ist denn das Kreuz hier? Jetzt kommen wir hier nicht rein? Warte mal, liegt jetzt hier? Hier! So, wir haben zwei. Wir gehen raus. Wo kommen wir hier raus? Hier links, oder? Ne, hier ist zu. Hier. Oh Leute, wir sind bei 1 Stunde und 10 Minuten. Hiernach ist wirklich Schluss. Komm schon, wir wollen zum nächsten Ort. Der nächste Ort, bitte. Das nächste Plakat. Die nächste Leiche. Wir haben uns ebenfalls auf die Suche begeben und wollten das Mysterium lösen. Das Mysterium der verschwundenen Personen aus dem Wald. Hier! Leute, Rekord! 3 von 5! Da vorne ist ein Wesen, da gehen wir nicht lang. 3 von 5! Kriegen wir noch den vierten? Das vierte Plakat. Oh mein Gott! Was ist das hier? Leute, die Taschenlampe geht ständig aus und an. Da vorne ist Licht, wir gehen mal da gucken. Da ist ein Licht. Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das da vorne? Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Ah, die Kapelle, ne? Hier ist die Kapelle. Meine ich. Oh mein Gott, da gehen wir nicht lang. Oh! Hi, friend. I want to play hide and seek. Nee, wir sind nicht dein Freund. I seek. Oh, er zählt runter, Leute, er zählt runter. Wir hauen hier einfach mal ab, da hinten kommt wieder Licht. Oh, Leute, ey, Leute, ey. Unsere Taschenlampe geht aus. Bleib an. Leute, die Taschenlampe flackert. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Leute, ich sehe kaum was. Da hinten kommt noch mal ein Licht. Lichter sind immer gut, weil wir so natürlich eventuell Leute finden könnten. Da hinten ist noch mal ein Licht. Ah, nee, irgendein komisches Wesen mit komischen Augen. Ey, Leute, wir haben 3 Bilder gefunden. 3. Uns fehlen nur noch 2. Ich bin komplett am Ende, Leute.
Also nach diesem Let's Play brauche ich eigentlich nochmal Urlaub. Och, eine Spinne! Ah! Aber wenigstens töten die uns nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Wo laufen wir hier eigentlich lang? Man rennt hier gefühlt stundenlang durch den Wald. Die Geräusche werden immer krasser. Ey, wo sind wir hier? Du musst doch irgendwo was kommen. Nee, 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 nee. Also ich muss gleich erstmal meinen Controller sauber machen. Der ist voller Schweiß. Ach man, da vorne ist dieses Ding wieder. Leute, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Wir brauchen die Bilder. Ey, wenn wir jetzt verlieren, wie ärgerlich wäre das? Wir haben drei Bilder bereits. Du musst doch irgendwo... Okay, wir sind ruhig. Okay. Licht an, weiter geht's. Ich weiß nicht, wie wir diese Orte finden sollen. Oh Gott! Es ist stockfinster hier. Stockfinster. Ich habe das Gefühl, wir finden jetzt hier gar nichts mehr. Nicht mal mehr einen Ort. Wir tratschen hier durch den Wald. Und ich sehe einfach nichts. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hier ist eine Hütte. Ist hier jemand vielleicht? Sitzt hier jemand? Da oben vielleicht? Wartet mal. Nee, irgendeinen... Monster oder so. Wartet mal. Wir können die Tür öffnen. Hier. Ach du Scheiße. So Leute. Wir haben 4 von 5. Kriegen wir noch den allerletzten? Kriegen wir den allerletzten? Das wär's jetzt, Leute. Das wär's. Wir wollten das Spiel schon erst abbrechen, aufhören. Da hinten ist Licht. Wir gehen mal dahin. Da könnte vielleicht was sein. Ich hoffe. Ich hoffe. Komm schon. Komm schon. Es ist Mitternacht. Vorne kommt eine Hütte. Vielleicht haben wir Glück und... Das Spiel hat genau dort jemanden getriggert. Aber, nee, leider nicht. Leider nicht. Da hinten ist noch ein Licht. Geh mal da mal hin. Leute, drückt uns die Daumen. So, wo sind wir hier? Kapelle? Ja, hier ist die Kapelle. Leute! Komm, 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 komm! 5 von 5! Leute, ich glaub's nicht. Leute, ich glaub's nicht. 5 von 5. Und nun? Wach auf. Was? Missing. Ich verstehe. Was? Leute? Guckt mal.
mal auf die Uhr. 17.30 Uhr nachmittags. 18. Februar 99. Ich verstehe, Leute. Diese Erinnerungen sind dir überhaupt nicht fremd. Es ist, als hättest du denselben Tag immer und immer wieder erlebt. Gibt es einen Weg, den Kreislauf zu durchbrechen? Diejenigen außerhalb des Waldes denken, du seist bereits tot. Also, ist das wahr? Silent Breath. Du hast insgesamt 61 Schrecken überlebt. Oh Mann, wiederholen, auf gar keinen Fall. Leute. Oh Mann, ich bin fertig. Also, wir halten fest, wir sind jetzt scheinbar am Ende dann doch irgendwie gestorben bei der Suche nach den anderen vermissten Personen. Jetzt kam die nächste Person, wahrscheinlich dann die sechste oder siebte, und hat uns jetzt ebenfalls auf diesem Tisch gesehen, so wie wir es am Anfang des Spiels gesehen haben. Oh Leute, ich bin fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei diesem nervenaufreibenden Abenteuer, muss man ja sagen. Oh, wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr die nächsten spannenden Abenteuer, vielleicht mal wieder ein kleines, ruhigeres Abenteuer, nicht verpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.